Man sieht hier das Frontensystem und dahinter die deutlich kühlere Meeresluft. Es braut sich wieder was zusammen. Unwetter über Deutschland. Das Ganze prallt bei uns aufeinander. Damit zurück nach Hamburg. Und Sie nehme ich jetzt mal mit. Auf eine Reise zu den Orten, die man meist nur von der Wetterkarte kennt. Für unser Klima. Herzlich willkommen auf unserer Reise dorthin, wo unser Wetter entsteht. Dass sich die Hochs bei den Azoren bilden und die Tiefs bei Island, das wissen wir. Aber wieso gerade dort? Wie sieht es dort aus und was erleben die Menschen dort mit ihrem jeweiligen Wetter? Wir schauen es uns an. Erste Station, die Azoren. So stellt man sich die Azoren vor. Meer, Sonne, bunt, exotisch. Kein Wunder. Hier entstehen ja auch unsere Hochs. Merkwürdig ist nur, wer unter dem Stichwort Azoren im Netz recherchiert, findet gleich mehrere Videos, die so gar nichts mit Sonne und Strand zu tun haben. Sogenannte Crosswind-Landings. Landungen bei starkem Seitenwind. So stark, dass der ein oder andere schon mal durchstarten muss. Und das sind alles Aufnahmen von den Azoren. Und auch bei meinem Anflug wackelt es ziemlich. Eigentlich kein Wunder. Zwischen den USA und Südeuropa, mitten im rauen Atlantik, liegen diese neun Inseln, die zu Portugal gehören. Der richtige Ort für spannendes Wetter. Das ist richtig tolles Azorenwetter, so wie man sich's vorstellt. Wenn man sich da hinten aber mal hinorientiert, dann sieht man, die Atmosphäre ist immer in Bewegung. Und nicht umsonst gibt es deswegen die alte Azorenweisheit: Wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte einfach eine halbe Stunde. Dass diese Weisheit stimmt, kann man immer wieder selbst nachprüfen. Ein Straßenstück kann jetzt so aussehen und nur wenig später so. Und wiederum kurz danach so. Erste Erkenntnis, die Gleichung Azoren gleich ewiger Sonnenschein, die stimmt nicht. Um das Azorenwetter zu verstehen, erstmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Wetter überhaupt? Ich möchte Ihnen das in einer Animationsreihe erklären. Und die beginnt mit einer Ungerechtigkeit. Sonnenenergie auf dem Weg zur Erde. Doch dort kommt sie unterschiedlich stark an. Am Äquator trifft ein Sonnenstrahl steil auf. Er muss wenig Erdfläche erwärmen. Weil er an den Polen flacher einfällt, verteilt sich seine Wärme auf eine viel größere Fläche. Die Folge? Die Pole werden weniger aufgeheizt. Die Natur mag aber keine Extreme. Sie gleicht sie aus über Luftströmungen. Die heiße Äquatorluft steigt deshalb auf und will zum kalten Pol. In rund 16 Kilometern Höhe stößt sie an die Tropopause und muss ausweichen. Am Pol passiert das Gegenteil. Die kalte Luft sinkt ab und strömt nach Süden. Doch jetzt kommen die ersten Hürden. Davon später. Zurück zu den Azoren. Sie gehören zu den Subtropen. Und das Sub bedeutet, es ist hier nicht dauerhaft heiß wie in den Tropen. Auf der anderen Seite ist das Klima hier nicht, wie bei uns, von vier Jahreszeiten geprägt. Azorenklima heißt warme Sommer, milde Winter, die Temperaturen im Schnitt selten unter 11 und selten über 27 Grad. Das sorgt für eine faszinierende Vegetation. Subtropische Ananasplantagen hier und nur ein paar Kilometer weiter Allgäu-Ambiente mit Fleckvieh. Auch das touristische Highlight zeigt sich wetterwendisch. Die Kraterseen Lagoa Verde und Lagoa Azul auf der Hauptinsel São Miguel. Am schönsten sieht man sie von der Vista do Rei. Vista do Rei, ein wahrhaft königlicher Blick. Aber wenn man sich umdreht, dann sieht man das da.
Das sollte ein Fünf-Sterne-Hotel werden. 1983 begann ein französisches Konsortium mit dem Bau. Über die Gründe, warum es nicht fertig wurde, gibt es viele Versionen. Bankrott, Schlapperei, ein Spekulationsobjekt. Mir gefällt folgende Story am besten, wahrscheinlich weil sie mit Wetter und menschlicher Unzulänglichkeit zu tun hat. Dass die französischen Bauherren schlicht und einfach vergessen haben, dass dieser wunderschöne Blick ganz oft einfach so aussieht. Die Azoren und ihr Wetter. Wie schon gesagt, hier hilft nur warten. Am besten eine halbe Stunde. Wenn Sie sich fragen, weshalb das Wetter ausgerechnet hier auf den Azoren, wo wir ja das Azorenhoch haben, so wechselhaft ist, dann gibt es einen Schuldigen und das ist der Ozean. Das kann man hier wunderbar sehen. Draußen auf dem Atlantik gibt es jetzt Sonnenschein, aber die feuchte Ozeanluft wird hier gegen die Berge gedrückt, steigt auf, der Wasserdampf kondensiert und es bilden sich diese tief hängenden Wolken. Kann man auch wunderbar hier drüben sehen. Richtig tief hängen sie über den Bergen, berühren die Berge quasi. Und das ist der typische Azoren-Mix, bestehend aus Sonnenschein, aber eben vor allen Dingen vielen Wolken, Regenschauern und Wärme. Und das findet eine Pflanze besonders gut, die Europa sonst meidet. Und diese Pflanze liebt vor allem die Nordküste von São Miguel. Meine Reise führt mich zu einem Tourismusklassiker auf den Azoren, Chá Goiana. Bis vor wenigen Jahren Europas einzige Teeplantage. Und Madalena Motta ist dort die Chefin. Was mich als Meteorologen besonders interessiert, was hat das Klima der Azoren, was Resteuropa nicht hat? Warum wächst der Tee bevorzugt hier? It's more hot. Yeah. This is so this is a black aromatic, oh, yes. And that's this one a black strong. Oh, yes. Madalena erklärt mir, welche Blätter sie für welchen Tee verwendet. Je kleiner und frischer die Triebe, desto edler das Ergebnis. If I want to make green tea, I can take this one because the green tea the tree leaves. Doch frische Triebe wachsen nur, wenn es genügend regnet. And I'm going to take off. Sie braucht den Regen dringend, sagt sie, denn wenn die Sonne zu lange auf die Pflanzen scheint, werden die Blätter hart und ledrig. If it is with no clouds, there's not good tea. The leaves are hard. Kurz vor meinem Besuch hat es geregnet. Perfektes Teewetter also? Ja, sie liebt die Wolken. Keine Wolken, kein Tee. Ich lerne, Tee ist ein Sensibelchen. Der pH-Wert des Bodens bitte zwischen 5 und 6. Das Wetter feucht, aber nicht zu sehr. Sonne, ja, aber bloß nicht zu lange am Stück. Und dazu noch eine Durchschnittstemperatur zwischen 18 und 30 Grad. Erst dann kann in Chá Goiana geerntet werden und die Choreografie des Teemachens beginnt. Erster Schritt, das Welken. Den Blättern wird ein Teil ihres Wassers entzogen, das macht sie geschmeidiger. Weiter geht's dann mit Maschinen, die hier seit der Gründung der Firma im Jahr 1883 stehen. Ein Technikmuseum in Arbeit. In dieser Maschine werden die Blätter gerollt. Das heißt, ihre Struktur wird aufgebrochen. Jetzt kann der Gärprozess, die Fermentation, beginnen. Und danach wird der Tee getrocknet und sortiert. Madalena ist die fünfte Generation des Familienbetriebs. Auf Spritzmittel verzichtet man, weil ein Großteil der Jahresernte von 33 Tonnen in deutschen Bioläden landet. Tee und Azorenwetter, zwei Dinge, die zusammengehören. Warum entstehen unsere Hochdruckgebiete eigentlich genau hier bei den Azoren? Ich will Ihnen das mal zeigen. Das hier, das ist die Erde und das ist der Äquator. Was bisher geschah? Äquatorluft ist aufgestiegen und will nun zum Pol. Nur, die Erde dreht sich. Ein Punkt am Äquator liegt 40.000 Kilometer am Tag zurück, aber ein Punkt in Frankfurt nur etwa 25.000 Kilometer. Je weiter also Äquatorluft nach Norden kommt, umso langsamer scheint sich die Erde unter ihr zu drehen.
Die Luft eilt voraus und wird so nach rechts abgelenkt, immer weiter, bis sie, etwa auf Höhe der Azoren, nicht mehr nach Norden vorankommt. Corioliskraft heißt dieser Effekt. Die Luft wird nun, da von hinten ständig Nachschub kommt, nach unten gepresst. Dort steigt deshalb der Luftdruck, Hochdruck eben. Was macht die Luft jetzt? Ein Teil fließt unten weiter Richtung Pol, der andere zurück zum Äquator und schließt damit einen Kreislauf. Die Hadley-Zelle ist entstanden. Meine Wetterreise führt in den Nordosten von São Miguel, eine Ecke, in der sich viele Einwanderer aus Deutschland niedergelassen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Haus hier, das erzählt eine ganz besondere Wettergeschichte, denn hier hat für viele Jahre die Familie Sievers aus Heidelberg gelebt. Und das Besondere? Die Familie Sievers hat sich ganz spontan entschlossen, auf die Azoren auszuwandern, und zwar wegen einer stabilen Ostwetterlage bei uns im Frühjahr 1986. Erhöht strahlend verseuchte Fahrzeuge aus dem Ostblock dürfen seit heute Morgen in die Bundesrepublik nicht mehr einreisen. Es ist so, dass die radioaktive Luft von der Ukraine in einer östlichen Luftströmung nach Mitteleuropa geführt wurde. Und die Radioaktivität ist jetzt relativ gleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Für Bayern wiederholte heute die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung die Empfehlung, Kinder nicht im Freien spielen zu lassen oder sie zumindest danach gründlich zu waschen. Erst hieß es 400 Becquerel, dann 4000, irgendjemand sprach dann plötzlich von 40.000. So diese Salamitaktik, das hat richtig Angst gemacht. Ne? Wir hatten einen Freund, der hatte so Kontakt zum Max-Planck-Institut, und der kam dann irgendwann mal vorbei bei uns mit einem Geigerzähler. Und der hat dann mal die Kopfkissen von den Kindern und die Fensterbänke und so weiter abgescannt. Und es war ein solches Geprickel, dass mir da also tatsächlich, da habe ich gedacht, es muss was passieren. Dann ging es schnell. Bereits am 3. Mai 1986 saßen Bea und ihre beiden Kinder im Flugzeug. Henning kam nach. Die Azoren kannten sie vom Urlaub, ihr Kalkül: bis dorthin wird die Tschernobyl-Strahlung nicht kommen. Es war eine harte Zeit, weil das Häuschen, in dem wir da hausten, das war verschimmelt. Da gab es Ratten drin, da gab es kein elektrisches Licht. Ja? Oder zumindest nur zeitweise. Es gab in der Zeit Erdbeben. Da hat es reingeregnet, da gab es einen Regen. Dann ist hinten die Mauer, kam die Regenflut runtergeschossen durch unser Haus. Und vorne war dann die Hauptstraße und schoss da weiter. Ja. Schicksalsjahr 1986. Doch dann wurde es besser. Sie bauten sich ein eigenes Haus und 1993 kehrten die Sievers wieder nach Deutschland zurück. Auf den Azoren hatten sie nur wenige Straßenecken entfernt von einem anderen deutschen Paar gelebt. Karin und Bernd Kilian waren bereits 1984 ausgewandert. Deutschland war ihnen zu eng und zu kalt geworden. Auf São Miguel leben sie vom Vermieten und von der Kunst. Bernd Kilian ist Maler, sein Markenzeichen ist ein Rabe. Wie war überhaupt das Jahr 86? Da hatten wir 9 Monate Regen gehabt. 9 Monate? Ja, 9 Monate Regen. Und er hat auch eine sehr schöne Bilderserie gemacht zu Frühling, ja. Sommer, Herbst und Winter. Regen, Regen, Regen. Das Thema Unwetter hat Bernd Kilian nicht nur mit dem Pinsel festgehalten, sondern auch mit der Kamera. Sein Fotoalbum ist eine Chronologie aus Sturm, Regen und Schlammlawinen. Das war ein Abbruch. Das war ein Abbruch, jetzt sieht man vielleicht. Immer so. Hier sieht man den Verlauf der Straße. Das ging hier jetzt vorbei, da ist die ganze Straße abgerutscht. Ja, ins Meer. Durch starken Regen. Ja. Das ist eine Straße bei Ajuda, die war auch ganz weggespült. Ach, die ist hier vorher lang gelaufen? Ja, die ging hier lang, und das war ganz weg. Das ist bei uns. Da ist die, die
Schlammlawinen durchs Haus gegangen. Ach Gott, ja. Das ist jetzt... Hat das Haus leer gespült. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist hier bei uns die Ecke, die ist zweimal weggespült worden. Einmal hier nur zur Hälfte. Ja. Da ist also nur ein Teil von der Straße geblieben. Und jetzt vor 3 Jahren, das war sie ganz weg. Das war sie ganz später. Weg. Das kommt später. Okay. Ja, ja. Das war jetzt Weihnachten 96. Das ist natürlich auch ordentlich. Da war auch das Hauptwetter kam vom Süden. Wir haben wir haben auch hier schlimmes Wetter gehabt, aber die Südseite, die war so richtig in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier waren also 5 Schiffe ineinander verkeilt. Ja, das sieht man hier. Ja. Das sieht aus wie nach einem Hurricane. Ja, das war so spektakulär mit diesen Schiffen. So sahen die Container aus, die sie aus dem Wasser gefischt hatten. Ach du meine Güte. Wie Zigarettenpackungen, die man zerknödelt. Ne? So, ja, da merkt man ja auch die Kräfte vom Wasser. Ne? Viel los auf den Azoren, würde ich mal sagen. Ja. Aber Sie fühlen sich weiterhin wohl hier. Sehr wohl, im Grunde genommen, ja. Sehr schön, das spürt man. Ja. Auswandern auf die Azoren, das heißt mit der Natur leben können und müssen. Es war irgendwie so, als ob am Anfang bei uns so die Natur uns zeigen würde, okay, das gibt's alles, auch Erdbeben. Ich wusste nie, was Erdbeben eigentlich wirklich bedeutet. Es war nachmittags um 4 Uhr, wir hatten wollten einen Kaffee trinken. Ja. Und auf einmal ging das los, dass alles wackelte. Mhm. Und die Bilder an den Wänden wackelten, da haben wir gesagt, erstmal raus. Die Kinder, die waren cool. Wenn ein Erdbeben kam, haben sie immer die Lampe angeguckt. Und wenn die Lampe anfing zu pendeln, haben sie weitergespielt. Und wenn die Lampe so ging, haben sie gesagt, raus. Beim Rausrennen hat man das Gefühl gehabt, man läuft in so ein Tal und dann geht es wieder hoch und dann läuft man wieder runter. Also der ganze Boden ging hoch und runter. Wir haben auch wirklich das gespürt oder gehört, wie das wegging von uns. Ne? Der Grund für diesen unruhigen Untergrund: bei den Azoren treffen 3 Kontinentalplatten aufeinander. Diesen Leuchtturm erwischte es 1998. Und ein paar Kilometer entfernt in Riberinha diese Kirche. Erdbeben sind auf den Azoren häufig. Eine weitere Folge dieser Unruhe im Boden: die Vulkane. 8 der 9 Azoreninseln sind vulkanischen Ursprungs. Das zum Beispiel ist der Picu auf der gleichnamigen Insel. 2351 Meter, der höchste Berg Portugals. Auf der Nachbarinsel Faial steht der jüngste Azorenvulkan, der Capelinhos. Eine felsige Aschewüste mit einem markanten Leuchtturm mittendrin. Am 27. September 1957 bricht der Capelinhos aus und speit 12 Monate lang tonnenweise Asche. Am Ende ist eine neue Landzunge geboren, 2,4 Quadratkilometer groß. So entstanden auch die anderen Vulkaninseln. Nach jeder Eruption waren sie ein Stückchen größer. Vor dem Ausbruch hatte der Leuchtturm direkt an der Steilküste gestanden, jetzt einige hundert Meter im Landesinneren. Da der Capelinhos ein vergleichsweise harmloser Vulkan war, wurde er für viele Monate das Fotomotiv für azorianische Familien. Das hier, das ist Vulkanismus in seiner angenehmsten Form. Luis Arruda, der wird mir gleich zeigen, wie man den Cozido das Furnas vorbereitet und zubereitet. Denn das ist die große Spezialität der Insel São Miguel. Und er wird mir auch zeigen, was das Ganze mit Vulkanismus zu tun hat. Luis, now you will show me what you have to do. Okay. Luis ist Koch in Furnas und bereitet den Cozido fast jeden Tag zu. Sein Rezept: Kohlblätter, Weißkohl, mariniertes Fleisch, Würste und rohes Fleisch, Gemüse, nochmals Fleisch und, wichtig, ein Schweinsohr. Nochmals Kohlblätter, Tuch drauf, Deckel drauf, noch ein Tuch und zubinden. Dann geht es zu einem Gelände, an dem uns ein dampfendes Loch zugewiesen wird. There we go. Oh, perfect. That's nice. Wow. Dort gart das Ganze dann. Jetzt dauert es 7 Stunden. Slow Food eben. Was hat es mit diesen dampfenden Löchern in Furnas auf sich?
Das Städtchen erkennt man schon von Weitem, an seinen charakteristischen Dampfsäulen. Überall im Ort raucht, zischt, blubbert, brodelt und kocht es. Und es riecht penetrant nach Schwefel. Über 20 Quellen sprudeln hier, manche bis 100 Grad heiß. Die Einwohner schätzten das Vulkanwasser schon immer zum Baden, Spülen und Wäschewaschen oder eben zum Kochen. Ah, der Cosido ist fertig. Da ist all das drin, was uns das Hoch hier bei den Azoren so liefern kann, zum Beispiel Yams. Aber Hochdruckgebiete, die können sich auch zu richtigen Katastrophen ausweiten, wie zum Beispiel im Sommer 2003. Michaela hieß das verheerende Hitzehoch im Sommer 2003. Wochenlang Temperaturen um 40 Grad in ganz Europa. Überall herrschte Dürre. Schuld ganz einfach ein mächtiges Hochdruckgebiet, was sich über Mitteleuropa festsetzt und diese Heißluft aus Spanien immer weiter zu uns, vor allem in den Südwesten, nach Deutschland bringt. Mit fatalen Konsequenzen für die Menschen. Immer mehr kollabieren oder werden dehydriert in Kliniken eingeliefert. Die Todeszahlen gehen schnell in die Tausende. Hart betroffen auch Frankreich. Allein in Paris gibt es 3000 Hitzetote an nur einem Tag. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie äußert sich der Klimawandel auf den Azoren? Ich treffe Diamantino Enriquez, Meteorologe und Direktor des Instituts für Meer und Atmosphäre. Es gibt einen signifikanten Temperaturanstieg, sagt er. Wenn man die 30-Jahre-Periode zwischen 1961 und 1990 zum Vergleich nimmt, die wir Meteorologen als langjähriges Mittel bezeichnen, dann gibt es einen Anstieg von 1 bis 1,5 Grad Celsius. Eine ganze Menge. Klimamodelle sagen voraus, dass sich das Klima der Azoren mehr und mehr Richtung trockene Sommer und feuchte Winter entwickeln wird. Das war es von den Azoren. Und jetzt fliegen wir nach Island, wo unsere Tiefs entstehen. Aber wieso entstehen die da? Auch das will ich Ihnen wieder zeigen. Und dieses hier ist jetzt wieder unsere Erde. Und das der Äquator. Zur Erinnerung. Die Luft, die zum Äquator zurückfließt, hat die Hadley-Zelle gebildet. Was passiert aber mit der Luft, die weiter zu den Polen will? Sie kommt nur bis etwa zum 60. Breitengrad, weil sie dort auf Gegenwind stößt. Kalte Polarluft, die Richtung Äquator strömt. Den Luftmassen bleibt nur eines, nach oben ausweichen. Dadurch lässt am Boden der Druck nach, eine Tiefdruckzone entsteht. Die aufsteigende Luft kühlt ab, Wasserdampf kondensiert, Regenwolken bilden sich. Ein Teil der Luft strömt nun zum Pol zurück, die andere Richtung Äquator. Zwei weitere Zellen sind so entstanden, Polar- und Ferell-Zelle. Da, wo sie sich berühren, liegt Island, die Heimat unserer Tiefs. Das hier ist ein wundervoller Sommerabend in Island. Und deswegen kann man ein Klischee mal sofort über Bord werfen, nämlich, dass es hier ständig grau und kalt ist und dass die Isländer ständig schlechte Laune hätten. In allen Untersuchungen von Glücksforschern nämlich nehmen die Isländer stets Spitzenplätze unter den glücklichsten Völkern der Welt ein. Und dementsprechend ist das der erste Eindruck von Island. Reykjavik, eine lebensfrohe Partystadt mit aufregender Architektur. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich die ungestüme Natur der Insel. Diese Schilder im Hafen haben über 1000 vor Island gesunkene Schiffe aufgelistet. Allein zwischen 1930 und 1938 waren es 128. Nummer 88, ein deutscher Fischtrawler. Nummer 89, ein französisches Segelschiff. Und das sind nur die Schiffe über 12 Tonnen. Diese Naturgewalten, die den Schiffen zum Verhängnis wurden, kriegt man auch als Tourist häufig zu spüren. Vor allem für Radfahrer und Wanderer kann der Wind zu einer wahren Geißel werden. Denn Island ist eine der windigsten Ecken Europas.
Jetzt haben wir hier mal Windstärke 6 bis 7 und das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie einfach man sich seine eigene Wetterkarte machen kann. Sie stellen sich einfach mit dem Rücken zum Wind, breiten die Arme aus, drehen sich um etwa 30 Grad, dann ist links das Tief und rechts das Hoch. Um dieses wilde Land kennenzulernen, braucht man zwei Dinge: ein Geländefahrzeug und einen guten Guide. Jon ist Isländer, hat aber lange in München gelebt und spricht deshalb fließend Deutsch. Und so sehen viele Straßen aus, die quer durch die Insel führen. Es ist jetzt Anfang August und wir sind hier nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn man da hinten in die Berge reinschaut, dann sieht man, oberhalb von etwa 500, 600 Metern liegt immer noch der Schnee. Es war jetzt allerdings auch ein sehr schneereicher Winter, aber man muss auch überlegen, durch Island verläuft im Juli, im wärmsten Monat, die 10 Grad Isotherme. Das heißt, die Temperaturen liegen im Durchschnitt eben bei 10 Grad. Bei uns in Deutschland sind es aber 18 oder 19 Grad. Island ist also kein klassisches Land für den Strandurlaub, aber ein Paradies für Wanderer. Eine Bilderbuchlandschaft. Doch wie die Azoren liegt auch Island auf einem Vulkangürtel. Das heißt, im Boden toben ungezügelte Kräfte, die sich immer mal wieder Bahn brechen. Zum Beispiel in den typischen Fumarolen, die über kochend heißen Quellen stehen. Das ist er und für seinen Namen habe ich wahnsinnig lange geübt, der Eyjafjallajökull. Und Sie kennen ihn alle. Sein Ausbruch im April 2010 ging wochenlang durch die Nachrichten, weil seinetwegen weltweit 100.000 Flüge ausfielen. Besonders beeindruckend sind diese Flugaufnahmen. Schauen Sie genau hin. Immer wieder sieht man die Schockwellen der Eruption durch die Aschewolke wandern. Achtung! Jetzt! Ich treffe den Mann, der diese seltenen Aufnahmen gemacht hat, Ómar Ragnarsson. Er geht mit mir auf einen Rundflug, der zeigt, dass Vulkanismus sehr viel mit Wetter zu tun haben kann. Ómar Ragnarsson war früher Sänger, Schauspieler, Journalist. Jetzt ist er Naturaktivist und Pilot aus Leidenschaft. So harmlos sieht der Vulkan heute aus. 2010 befürchteten Piloten, dass die Asche Triebwerke zerstören könnte. Das Problem? Die Wolke hatte sich ausgebreitet, angetrieben von derselben Kraft, die auch Hochs und Tiefs zu uns wandern lässt. Da, wo sich Ferrell und Polarzelle begegnen, stoßen warme Äquator und kalte Polarluft aufeinander. Weil warme Luft sich stärker ausdehnt, entsteht ein Druckunterschied, der mit größerer Höhe immer stärker wird. Den gleicht die Natur aus, durch Wind. Der Jetstream entsteht. Ein Starkwindband, das bis zu 500 Kilometer pro Stunde schnell sein kann. Aber dieses Band beult sich aus, zum Beispiel weil Temperaturunterschiede nicht überall gleich groß sind oder Gebirge im Weg stehen. Diese sogenannten Rossby-Wellen wandern nun um unseren Planeten. Sie schieben die Hochs und Tiefs zu uns, aber auch alles andere, was sich dort in der Luft befindet. Zum Beispiel Vulkanasche aus Island. Alle etwa 200 Jahre bricht der Eyjafjallajökull aus, erzählt Ómar. Jetzt sei hier also erstmal Ruhe. Dann fliegt er mich zu einem weiteren isländischen Schicksalsvulkan. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, meint Ómar, der Laki, eine Kette von 140 Kratern.
Und das Besondere an dieser Vulkankette ist, dass sie nicht nur über Jahre unser Wetter bestimmt hat, sondern quasi auch Weltgeschichte geschrieben hat. Wenn man es zugespitzt formuliert, bedeutet das, dass die Französische Revolution 1789 nicht in Paris ausbrach, sondern 6 Jahre zuvor an dieser Stelle. 8. Juni 1783. 8 Monate lang wird der Laki-Ausbruch dauern und ist damit einer der größten historisch dokumentierten. Ein mehrere Kilometer breiter Lavastrom entsteht, eine Größenordnung, die man sich nur vorstellen kann, wenn man mal, wie ich hier, mittendrin gestanden hat. Die Folgen für Island sind verheerend. Erst wurden die Weiden zerstört, dann starb das Vieh, dann ein Drittel der Bevölkerung an Hunger. Doch dann zog die zähe Aschewolke weiter Richtung Mitteleuropa und bremste dort über mehrere Jahre die Sonneneinstrahlung. Überall sanken die Temperaturen, im Winter fielen immense Schneemassen, die nach der Schneeschmelze verheerende Hochwasser auslösten. Die wiederum Dutzende Brücken mit sich rissen, wie hier im Frühjahr 1784 in Heidelberg. Doch es kam noch schlimmer. Eine ganze Serie von kalten Sommern mit ständig schlechten Ernten setzte ein. Überall kam es zu Hungerrebellionen. In Frankreich überfielen hungernde Waffenarsenale, um sich Gewehre zu verschaffen. Eines davon am 14. Juli 1789, die Bastille in Paris. Natürlich war der Ausbruch des Laki nicht die Ursache für die Französische Revolution, aber einer der maßgeblichen Beschleuniger. Wenn man so will, kostete also dieser Ausbruch dem König und seiner Familie den Kopf, während ein anderer unsterblich wurde. Jon Steingrimsson, das ist nämlich der Dorfpfarrer dieses Dorfes nahe der Ausbruchstelle gewesen. Auf den ersten Blick erinnert nichts daran, dass man sich hier auf historischem Boden befindet, dass hier am 20. Juli 1783 ein kaum fassbares Wunder geschah. Der Ort des Wunders, eine kleine Holzkirche, ist verschwunden. Heute steht hier diese moderne Kapelle. Auch von dem Mann, der das Wunder vollbrachte, existiert nur diese Grabplatte, sonst nichts. Kein Porträt und keine Büste. Den Ausbruch des Laki rund 35 Kilometer entfernt hatte Pfarrer Steingrimsson von Anfang an als Strafe Gottes für das lasterhafte Leben der Isländer empfunden. Einige Tage nach dem Ausbruch war er auf einen nahen Berg gestiegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und aus der Luft kann man am besten den Schock über das nachempfinden, was er da sah. Den gewaltigen Strom aus glühender Lava. Und er floss geradewegs auf sein Dorf zu. In wenigen Stunden würde er es erreicht haben. Eigentlich hätte Steingrimsson sofort alle im Dorf zur Flucht auffordern müssen. Doch er tat das Gegenteil. Denn einer Gottesstrafe kann man nicht entkommen. Man muss sie annehmen. Er bat seine Gemeinde in die kleine Kirche, deren Grundmauern man hier noch sieht. Und dann begann Eldmessan, die Feuerpredigt. Stundenlang bekannte man sich zu seinen Sünden, betete und sang gegen den Lavastrom an. Was dann an diesem 20. Juli 1783 geschah, erfahren wir 2 Kilometer außerhalb des Dorfes von diesem Mann, Sverrir Valdimarsson, ein Nachkomme von Jon Steingrimsson. Ein kurioser Ort. Überall stehen die Autos und Traktoren, die er und sein Vater einmal gefahren haben. Er lebt hier schon seit wie vielen Jahren? Sverrir, hvað ertu búin að búa hér lengi? Ég var bara í alla mína tíð. Já, er það ekki? Ég bara var lítill strákur í Reykjavík. Seit über 70 Jahren wohnt der alte Herr schon auf dem Anwesen. Er selbst ist über 80. Und dann führt er uns an die Stelle, die in Islands Geschichte eingegangen ist. Also hier ist die Lava zum Stillstand gekommen, ja. Während dieser Messe, die am Sonntag in August 1783 gehalten wurde. Also, von Jon Steingrimsson. Genau das. Nochmal, während Steingrimsson seine Feuermesse hielt, stoppte der Lavastrom genau hier. Ein Wunder.
In Sichtweite die ersten Häuser, das Dorf war gerettet und Jon Steingrimsson fortan eine Legende. Der Mann, der sich der Gefahr stellte, anstatt davonzulaufen. Und deshalb kennt in Island jedes Kind diesen Ort hier. Kirkjubæja Klaustur. Also du meinst doch Kirkjubæja Klöster. Ach so, Kirkjubæja Klöster. Kirkjø. Kirkjø. Bayer. Bayer. Klöster. Klöster. Ah, es entwickelt sich. Doch. Kirkjubæja Klöster. Ha! Meine Reise geht weiter vorbei an den charakteristischen Tafeln, die die Temperatur auf den Bergpässen anzeigen. Und überall Dampf. 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 Das ist eine besonders spannende Stelle hier. Das ist die Brücke zwischen den Kontinenten. Das heißt, der mittelatlantische Rücken mit seinem Grabenbruch verläuft hier mal nicht unterhalb, sondern oberhalb der Meeresoberfläche. Dort ist die eurasische und dort die amerikanische Platte. Und die driften mit etwa 2 Zentimetern pro Jahr auseinander. Das heißt also, Island wird regelrecht zerrissen. Und das wiederum erklärt natürlich, warum Island ein geologisch so unruhiges Pflaster ist. Die raue Landschaft macht einem schnell klar, woher hier die meisten Nahrungsmittel kommen müssen. Aus dem Meer. Und man versteht ein wenig besser, warum sich Island hier stets gegen Beschränkungen wehrt. Gegen Fangquoten, gegen das Walfangverbot, für mehr Schutz der eigenen Fanggründe. Jeder 10. Isländer hat etwas mit Fischerei zu tun. Einer von ihnen ist Simon Sturluson. An den isländischen Küsten treffen mehrere warme und kalte Meeresströmungen aufeinander. Das sorgt für einen extremen Artenreichtum, aber auch für extremes Wetter. Selbst ein isländischer Seebär wie Simon nutzt heutzutage Wetter-Apps. Ja, it's the temperature and it's the wind. It's east northeast 4. It's very good weather. Ja. This means still. Ich schaue immer nach dem Wind, meint er. Und ich rede immer vom Wind. Er ist einfach das Wichtigste hier oben. It's the only important thing. Doch selbst ihn erwischt es immer mal wieder. I was scared. Yeah. Very scared. Yeah. Sein schlimmstes Erlebnis war ein Schneesturm, yeah, der so heftig war, dass die Scheibenwischer den Schnee nicht mehr von den Scheiben wegbekamen und er nichts mehr sehen konnte. They have not, yeah, they cannot move the snow. And okay. It was dark. I cannot see anything. And it was und draußen schlugen Böen und Wellen immer schlimmer gegen sein Schiff. Es ging gut aus, aber damals hatte er richtig Angst. And I was very scared. Und dann erleben wir die andere große Naturkraft, die Strömung. Simons Schiff ist plötzlich umgeben von schnellen Strudeln. Hier ist es jetzt wahnsinnig spannend, denn der alte Kahn kämpft jetzt so richtig gegen die Strömung an. Das ist die Ebbe, die jetzt kommt. Aus dem Fjord will das Wasser raus. Wir haben hier die Engstelle und das bedeutet wahnsinnig intensive, starke Strömung. Wenn man mal darüber guckt, kann man wunderbar sehen, dass man im Vergleich zum Land praktisch überhaupt nicht mehr vorankommt. Und jetzt kriege ich zu sehen, was Simon aus dem Meer holt. Neben Muscheln ist das Zuckertang, eine Braunalgenart. Er verkauft ihn getrocknet für Suppen oder Salat. Zuckertang enthält viel Jod, soll sehr gesund sein, sieht aber ziemlich glibberig aus. Und dann beißt Simon auch noch rein. Wie seine Schafe, die er damit füttert. Okay, we do it like sheep in Iceland. Ja, oh, sehr schön. Schmeckt überraschend gut. Ein bisschen sehr salzig vielleicht. Aber das erspart schon das Nachsalzen, mein Simon. So sieht also die Gegend aus, in der ein Großteil unserer Tiefdruckgebiete entsteht. Meistens bringen sie Regen und Wind, manchmal einen Sturm und manchmal auch einen richtig deftigen Orkan. So wie am 26. Dezember 1999, denn da kam Lothar.
Kurz vor Ende des Jahrtausends wirkte der Sturm wie ein Fanal dessen, was der Klimawandel künftig bringen könnte. So richtig zum Sturmtief wurde er erst bei Irland, dann schlug Lothar eine Schneise der Zerstörung, erst in Frankreich, dann in der Schweiz. Das Ganze ist dann quer über Deutschland auf einer sehr, sehr südlichen Bahn gezogen, mit 974 mittags, dann hier mit den Orkanböen über Deutschland, und die waren wirklich deftig. Und wie deftig diese Böen waren, möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Im Windkanal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Die Ingenieure dort werden die Windgeschwindigkeit langsam steigern. Von 0 auf Lothar. Auf mich wartet Windstärke 12. Schon ab Windstärke 8 versteht mich der Tonkollege kaum mehr. Und bei Stärke 12 wird nicht nur das Sprechen, sondern auch das Stehen fast unmöglich. Jetzt haben wir Höhe erreicht bei Lothar. Was ich hier zu sagen versuche, jetzt hat der Wind die Geschwindigkeit der stärksten Lothar-Böe erreicht, die an der Station Feldberg gemessen wurde, kurz bevor sie ausfiel. 212 Kilometer pro Stunde. Müssen Sie sich das mal überlegen. Das waren 212 Kilometer pro Stunde. Man muss richtig schreien, das hält man kaum aus. Ohne den Gurt, ich sagte es gerade, hat man keine Chance, sich mehr festzuhalten. Das waren jetzt 426 Kilogramm, die etwa auf meinem Körper lasteten. Und das ist viel. Die größte Gefahr bei Lothar lauert aber hier. Im Atomkraftwerk Le Blay, nur 60 Kilometer von Bordeaux entfernt. Teile des Reaktorgebäudes und des Kühlsystems werden überflutet. 12 Jahre später führt ein ähnliches Szenario in Japan zur Katastrophe. Erst seit Fukushima kann man ermessen, welchem Desaster Mitteleuropa hier entgangen ist. Die letzte Etappe in Island führt mich zurück nach Reykjavik. Und sie ist voller unterschiedlichster Eindrücke. Island-Ponyherden auf der Straße, das blutige Geschäft in Walschlachtereien, die alu-blitzenden Heißwasserkraftwerke. Ich habe mich mit einer Kollegin verabredet. Sie ist die Wetterfrau im isländischen Fernsehen RUV. Birta Liv Kristins dort hier. Yes. Birta und ich haben beide an einer internationalen Klimaschutzaktion der Vereinten Nationen teilgenommen. Ein Wetterbericht für einen Sommertag 2050. Sie für Island, ich für Deutschland. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter am 7. August 2050. Und der Sommer... Birta meldete einen Temperaturrekord von fast 33 Grad in Island. Und ich, Tropenwetter für Deutschland. Und dann kommt die große Hitze zu uns zurück am Mittwoch. Werte über 40 Grad in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und auch Bayern. Birta hat, wie ich, Meteorologie studiert. Ich möchte von ihr wissen, welche Symptome des Klimawandels sie in Island beobachtet. Seit dem Jahr 2000, meint sie, ist es wärmer geworden. Manchmal um 3 bis 4 Grad, wie im Sommer 2014. Es gibt einen steten Temperaturanstieg, das könne man sehr deutlich erkennen. You can see it very clearly. Und dann ein ganz anderer Aspekt von Wetter. Die Küche eines Landes als Spiegel ihrer klimatischen Möglichkeiten. Birta führt mich zu einer Kostprobe isländischer Spezialitäten. Aber was für Spezialitäten? Abgeflammte Schafköpfe. Sauer eingelegte Schafhoden. Und Haukattel. Besser bekannt als Gammelhai. Dazu Gemüse und Steckrübenpüree. Bjarni Alfredsson ist eine Streetfood-Legende in Reykjavik. Er kultiviert diese Esstradition. Erster Gang, die Schafhoden. Also, das Rübenpüree schmeckt schon mal gut. Sven, es gibt doch auch diese Lammhoden, also nicht nur, also ja eben, okay. Nicht nur Steckrübenpüree essen, gell? Ich freue mich schon sehr auf die Lammhoden. Ja. Also das sind jetzt die Lammhoden. Hm.
You like it? Ja, ja. Ja. Naja, man will ja nicht unhöflich sein. Very das nice. Ist ja sehr schön. Nächster Gang, der Schafkopf. Ich lerne, da in Island kaum Getreide wächst, musste man von den kostbaren Tieren leben und verwertete deshalb alles, wirklich alles. Hoden, Augen, Ohren und hier gerade die Zunge. Yes. Here's the tongue. This is the tongue of the yeah. Yes. This is the most famous one. Yeah. I see. And you eat that. Yeah. I understand. Yes. No. Aber nicht schlecht. Yes. Dann der Höhepunkt. Haukattel, Hai, aber alles andere als fangfrisch. Jon, wie alt ist der Hai jetzt in dem Fall? Der könnte etwa 6 bis 8 Monate gebraucht haben, ja, bis er fermentiert ist. Der ist fermentiert. Haifleisch enthält zu viel Harnstoff, um es zu essen. Deshalb lässt man es einfach so lange liegen, bis sich der Harnstoff verflüchtigt hat. Nur parallel dazu setzen auch Verwesungsprozesse ein. Und so schmeckt der Haukattel auch, heißt es. Der Kenner taucht es deshalb in Schnaps. Nicht zu kurz. Take it off and in your mouth. Straight away. Vitamin. Und? Auch nicht schlecht. That's good. Yes. Perfect. Yeah. Lecker bissen. Yes. Gaul. 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 Zum Wohle. Prost. Nach den Azoren und Island kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Aspekt vom Thema Wetter. Bisher war die Atmosphäre der Star, denn sie ist für 50% des Energietransports vom heißen Äquator zu den kalten Polen verantwortlich. Und die anderen 50%? Dafür sind die Meere zuständig. Und zwei der Meere, die für unser Wetter besonders wichtig sind, die schauen wir uns nun an. Einmal das Mittelmeer und zum zweiten den Atlantik mit seiner Wärmepumpe Golfstrom. Erste Station, das Mittelmeer. Ligurien, Postkartenidyllen auf Schritt und Tritt, südliche Lebensfreude, ein mediterraner Garten, in dem so alles wächst, was das Herz begehrt. Basilikum aus Genua soll das Beste der Welt sein. Das gilt auch für die Tajasca-Olive. Knoblauch wächst in jedem Vorgarten. Und dann noch Pinienkerne aus Portofino. Das zusammen ergibt die Spezialität Liguriens. Pesto Genovese. Ach, ist das schön für uns Nordeuropäer. Hier dieses Ligurien, dort zum Beispiel Boccadasse, ein Fischerdorf mitten in Genua. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Wetter, das hier im Golf von Genua entsteht, für unser Klima, für unser Wettergeschehen in Mitteleuropa in Zukunft mehr Bedeutung haben wird, so sagen es zumindest einige Klimaforscher, da wird man erst jubeln und sagen, hey, das klingt doch gar nicht so schlecht. Muss aber nicht unbedingt so gut sein. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen jetzt, und zwar auf einer Stadtführung der etwas ungewöhnlichen Art. Das ist die Via Armando Pica, eine nette, aber nicht gerade exklusive Halbhöhenlage. Hier sehen Sie die Piazza Galileo Ferraris im Westen Genuas. Und hier in diesem Gebäude im Osten der Stadt war früher ein Sportgeschäft. Und dieses Rinnsal, dieser kleine Fluss, das ist der Ferreggiano. Und das hier, das ist die gleichnamige Via Ferreggiano. Zugegeben, Genua hat schönere Ecken. Also, warum zeige ich Ihnen diese hier? Weil ich dazu Videos gefunden habe, die eines deutlich zeigen. Genua kann auch anders. Ganz anders. Die Halbhöhenlage als Wasserfall. So sieht die Via Armando Pico am 4. November 2011 aus. Und so die Piazza Galileo Ferraris. Sturmtief Rolf macht aus Autos Treibgut.
Hier wird das Lager des Sportgeschäfts weggespült. Und das ist aus dem Rinnsal Ferrigiano geworden. Achten Sie mal auf den silbernen Lieferwagen ganz links an der Hauswand. Wie ein Feld steht er in dem reißenden Fluss. Doch weiter vorne sieht man, im Fahrerhaus sitzt noch jemand und versucht herauszukommen. Ob er es schafft, zeigt das Video nicht. Ein Unwetterdrama unter dem Firmenschild der Carrozzeria Giancarlo. 3,5 Jahre nach dem Hochwasser bin ich hier und möchte wissen, hat es der Fahrer geschafft? Und haben die Anwohner überhaupt etwas von dem Drama mitbekommen? Ja, hallo, Herr Rizzelli. Grazie. Das freut mich ja sehr, dass das Ich treffe Donato Rizzelli, den Chef der Werkstätte, in der seit vielen Jahren Genueser Autos ausgebeult werden. Können Sie sich noch erinnern an diesen 4. November 2011? Certo. Era una mattina piovosa e oh ja, sehr genau, sagt Donato Rizzelli. Es war ein regnerischer Morgen gewesen und gegen Mittag wurde der Regen stärker und stärker. Mit seinem Handy hat Donato Rizzelli die Entwicklung des Unwetters vor seiner Werkstatt gefilmt. Man sieht, noch können Fußgänger auf der Straße gehen. Wenige Minuten später. Jetzt schwappt der Ferrigiano schon bedrohlich über die Mauer. Kurz danach hat er die Mauer weggedrückt. Das Wasser steigt rasend schnell. In wenigen Minuten wird der Mann mit dem silbernen Lieferwagen vorbeikommen. Dann, so erzählt Donato Rizzelli weiter, zerbrach die Windschutzscheibe. Der Fahrer drohte zu ertrinken. Kannten Sie den Mann? Certo, è un mio cliente, anche un amico. Das war ein Kunde und Freund. Und dann berichtet er, wie er und seine Mitarbeiter versucht haben, dem Mann zu helfen. Schließlich konnten sie ihm ein Seil zuwerfen und ihn aus dem Auto ins Innere der Werkstatt ziehen. Der Mann sei heute noch so traumatisiert, dass er nicht über diese Minuten sprechen könne. Das Problem von Genua, die Stadt zieht sich an den steilen Hängen des Apennin hoch. Schon in den mittleren Lagen kommt man sich vor wie auf einem Aussichtsberg. Deshalb ist Genua durchzogen von Treppen. Hunderte, Tausende. Und wenn es dann mal richtig schüttet, dann sehen diese Treppen nach wenigen Minuten so aus. Und das hier sind die Folgen dieser Sturzbäche. 2010, 2011, 2014. Die Unwetter kommen immer wieder. Okay, es hat also nicht nur Vorteile, in dieser wunderschönen Stadt zu leben. Was aber hat all das mit unserem Wetter in Deutschland zu tun? Eine ganze Menge. Grauer Himmel, graues Wasser. Nicht selten sieht es hier so aus. Der Golf von Genua ist eine der ganz wichtigen Küchen unseres Wetters. Nur leider nicht des Guten. Ich zeige Ihnen mal, warum. Viele Tiefs ziehen von den britischen Inseln und Frankreich nach Deutschland und verteilen ihre Regenlast über das Land. Manchmal wird jedoch ein Tief, zum Beispiel von einem stabilen Hoch, nach Süden abgedrängt. Über dem warmen Mittelmeer saugt es große Mengen Feuchtigkeit auf. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Tief regnet sich, wie 2011, über Ligurien aus, oder es wird von der nachdrängenden Luft über die Alpen geschoben. 5B-Wetterlage heißt das im Fachjargon. Jetzt haben wir also folgende Situation. Da verbleibt ein Tief möglicherweise tagelang über dem Mittelmeerraum. Die Atmosphäre saugt sich voll mit Wasser. Und das können wir natürlich mal nachstellen. Da ist das Mittelmeer, hier die Atmosphäre und, wie Sie sehen, der Schwamm saugt sich voll mit Wasser. Jetzt ist es aber manchmal so, dass die Tiefdruckgebiete eben nicht dauerhaft hier verbleiben, sondern weiterziehen, auch mal über die Alpen ziehen in unsere Richtung. Und wir haben hier selbstverständlich auch die Alpen, da sind sie.
Und dann ziehen die Tiefs etwa über die flachste Stelle der Alpen, also etwa bei Slowenien entlang. Und das hier, das möchte ich Ihnen zeigen, hier zieht das Tief jetzt drüber. Und dann kommt die Luft zurück von Norden, wird gegen die Alpen oder das Erzgebirge gedrückt. Und um sich vorzustellen, was dann passiert, brauchen Sie kein Meteorologe zu sein. Es schüttet, und zwar wie aus Kübeln. August 2002. Es war ein solches Genua-Tief, das eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Mitteleuropa auslöste. Das Hochwasser an Oder und Elbe. Tagelang hatte es geregnet, selbst aus kleinen Flüssen und Bächen waren reißende Ströme geworden, die ganze Landstriche unter Wasser setzten. Meter hoch. Die Hochwasserlage in Deutschland hat sich weiter zugespitzt, insbesondere in der Osthälfte. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich die dramatischen Regenmengen einmal anschaut. In Zinnwald-Georgenfeld, im Osterzgebirge, allein innerhalb von 24 Stunden über 300 Liter Regenwasser auf dem Quadratmeter. Das ist trauriger neuer deutscher Rekord. Um Ihnen mal zu verdeutlichen, um welche gewaltigen Wassermassen es sich handelt. Ich stehe jetzt hier auf einem Quadratmeter und dort sind innerhalb von 24 Stunden 312 Liter Regenwasser niedergegangen. Und das entspricht 37 Kisten Sprudel. Und schon bei 3 Quadratmetern ergibt das eine Tonne Regenwasser. Welche verheerenden Folgen diese gewaltigen Wassermassen hatten, zeigte wenige Monate nach der Flut Matthias Berger, damals Bürgermeister, heute Oberbürgermeister von Grimma. 74. 54. Keine Katastrophe, sag ich mal. Aber haben alle gesagt, es wird nie so. 1771, das bisherige Jahrtausendhochwasser. Jahrtausendhochwasser, weil alle gesagt haben, ja, Jahrtausend, einmal. Also Menschenleben in der Regel nicht einmal. So, und dann haben wir es aber gehabt, 13.08.2002. Hochwasser bis unters Dach. Made in Genua. Also heute hängen, wie man hier schön sehen kann, über Genua diese flachen, hochnebelartigen Wolken. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, oftmals herrscht hier richtig schönes Wetter, also nicht dieser Hochnebel oder auch keine Unwetter. Aber das Mittelmeer, das kann natürlich eine richtige Brutstätte für spannendes Wetter sein. Manchmal kommt hier die heiße Luft von der Sahara her, manchmal polare Kaltluft und dann die Feuchtigkeit des Mittelmeers. Und dann gibt es hier noch, wie man schön sehen kann, die steil aufragenden Hänge des Apennin, die hier so richtig schön in den Wolken verschwinden. Und so eine explosive Mixtur, die kann es dann schon manchmal richtig krachen lassen. Genua und sein eigenwilliges Wetter, eine Kombination, die auch liebenswert Skurriles hervorbringt, wie zum Beispiel die Erfindung von Ligur Perla, der Perle Liguriens. Das hinter mir ist der Palazzo San Giorgio. Da sitzt heute die Hafenverwaltung drin und denen hat man eine kleine schöne Autostraße direkt vor die Tür gebaut. Aber drin im Foyer, da steht meine absolute Lieblingsmaschine. Made in Genua. Und dennoch gehen viele Genueser achtlos vorbei an Ligur Perla, deren Zweck sich allerdings auch erst auf den zweiten Blick erschließt. Das Wichtigste steht ja schon drauf. Risolvi il problema dell'ombrello bagnato. Also löst das Problem des durchnässten oder auch gebadeten Schirms. Und so funktioniert's. Hier ist der Schirm. Einmal einstechen, nach vorne ziehen und schon tropft der Schirm nicht mehr und der Palast bleibt trocken. Genua, eine wunderschöne Metropole und dennoch ein Name, der mit unseren schlimmsten Hochwasserkatastrophen verknüpft ist. Die Reise geht weiter zum anderen großen Meer, das unser Wetter macht, der Atlantik. Zunächst eine Frage.
Würden Sie hier gerne den nächsten Winter oder gar Ihren Lebensabend verbringen wollen? Nee, nicht wirklich, oder? Und hier? Schon eher. Warum frage ich das? Ich bin jetzt hier auf La Gomera, das ist eine der Kanarischen Inseln. Wenn Sie so wollen, eigentlich ein Felsblock mitten draußen im Atlantik. Mit tollen Panoramen, mit zerklüfteten Landschaften. Ganz faszinierend. Und was ich Ihnen besonders zeigen möchte, ist, wir sind auf dem 28. Breitengrad. Wenn Sie jetzt hier in mehrere Dutzend Kilometer nach Osten wandern, dann sind Sie mitten in der Sahara, in der Wüste, alles sandig, tot. Und gleichzeitig ist es hier richtig grün. Woran liegt das? Am Kanarenstrom. Und der ist letztendlich ein Teil des Golfstroms. Und der Golfstrom, der ist natürlich von maßgeblicher Bedeutung für unser Wetter zu Hause. Der Golfstrom ist ein Teil eines weltumspannenden Wasserförderbands, das vier der fünf Ozeane unserer Erde miteinander verbindet. Angetrieben wird das Strömungssystem durch ein raffiniertes Zusammenspiel von unterschiedlichen Wasserständen, Wind, Temperatur, Sog und Salzkonzentration. Drei der Motoren möchte ich Ihnen gerne vorstellen, auf einer virtuellen Reise, die uns von den Kanarischen Inseln in den Golf von Mexiko und von dort über die Azoren zurück nach Europa führt. So, jetzt machen wir an dieser Stelle hier mal eine Präzisionsmessung des atlantischen Wassers. Hier in dem Eimer. Wenn man die Hand reinhält, dann fühlt man es schon. Das ist eine ziemlich frische Geschichte. Also die Durchschnittstemperatur hier liegt bei 20, 21 Grad. Wenn man sich anguckt, wie viel Sonnenschein es hier gibt, dann staunt man eigentlich schon ein bisschen. Und das ist das kalte Tiefenwasser, was hier aufsteigt. Und kaltes Tiefenwasser ist eben auch sehr nährstoffreich. Und was das bedeutet, sieht man am besten unter Wasser. Das Meer ist hier äußerst reich an Meerestieren, auch an solchen, die man hier nicht unbedingt vermutet. 23 von weltweit 86 Walarten findet man hier. Wie diese Delfine, die auch zur Walfamilie gehören. Auf unserer Tour werden wir den Strom als Fernheizung erleben. Hier bei den Kanaren jedoch ist er eher ein Kühlaggregat, der das Sahara-Klima herunterregelt. Das prägt auch die Inseln, die hoch aus dem Wasser ragen. La Gomera zum Beispiel ist oben dicht bewaldet. Steile Schluchten führen in fruchtbare Täler, zum Beispiel ins Valle Gran Rey, das Touristenzentrum der Insel. Dass hier immer noch jeden Abend der Sonnenuntergang getrommelt wird, liegt an vielen Hippies, die sich in den 70er Jahren hier niedergelassen haben. Ein blühendes Paradies auf Höhe der Sahara. Möglich ist das bunte Treiben unten nur, weil es oben dichtes Grau gibt, die Passatwolken. Schauen Sie mal, jetzt kann man wunderbar sehen, wie hier die Wolken hochgedrückt werden. Die Luft, die kalte Luft kommt hoch, kühlt sich weiter ab und dann bildet sich die Wolke, saust hier weiter in die Höhe und das Ganze geht dann durch den Wald durch. Und dort werden die Wolken regelrecht gemolken mit einer raffinierten Strategie. Wie so ein Rechen graben diese Flechten durch die Wolken und schöpfen das Wasser ab. Sie sehen hier sogar diese kleinen Tröpfchen und damit ist die ganze Region hier wunderbar mit Wasser versorgt. All das hat mit dem großen Klimafaktor der Kanaren zu tun, dem Wind. Während er bei uns in Mitteleuropa mal von hier, mal von dort weht, bläst er hier meist aus einer Richtung, aus Nordost. Und deshalb heißt der Wind hier auch nicht nur Wind, sondern er hat einen Namen, Passat. Er ist der Motor. Auch mit dieser Landschaft hat er zu tun. Oben grün, unten schwarz. Solche Palmen gibt es richtig viele hier im Valle Gran Rey. Und das zeigt die zwei Seiten des Passatwindes. Auf der einen Seite bringt er die Feuchtigkeit durch die Wolkentröpfchen, durch den Regen hierhin. Aber es kann eben auch ganz anders aussehen, wie zum Beispiel im August 2012. Nach einer Hitzewelle bricht in den Bergwäldern Gomeras ein Feuer aus. Innerhalb weniger Stunden hat der starke Nordostpassat das Feuer wie ein Blasebalg angefacht. Dann treibt er die Flammen rasend schnell nach Westen, geradewegs auf das Valle Gran Rey zu.
ahí, en esa zona, bajó por el barranco. Feuerwehrhauptmann Elias Bello zeigt mir, wie schnell die Feuerwalze war. Von ganz da oben in 1000 Metern Höhe bis fast runter ans Meer brauchte sie gerade mal 12 Minuten. Ein Wunder, dass sich alle Menschen vorher in Sicherheit bringen konnten. Das ist eines der vielen Häuser, die zerstört wurden. Im August 2012 sah es so aus. Das Haus gehörte einer Deutschen, Andrea Müller. 10 Jahre lang lebte sie darin, mit allem, was sie besaß. Und mir sind sehr viele persönliche Dinge abhanden gekommen. Ja, denken Sie mal an Fotoalben, an meine ganzen Bewertungen während meiner Ausbildung, Zeugnisse, Beurteilungen, Geburtsurkunde. Nichts mehr, ist nichts mehr da. Alles verbrannt. Ja, den Menschen ist nichts passiert, weil sie ja evakuiert worden sind. Aber leider die Tiere, die hat es erwischt. Hier lag alles voll mit verkohlten Hühnerleichen, Kaninchenleichen, Schafe, Hunde, Katzen. Es hat gestunken. Unvorstellbar. So sah es 2012 aus. Und jetzt gucken Sie mal, das ist heute. Alle Palmen wieder ausgeschlagen. Da sieht man, das sind wirklich wahre Überlebenskünstler. Die halten richtig was aus. Ja, auch dieses Pfeifen hat etwas mit dem Wind zu tun. Und nein, es sind keine Kanarienvögel. Die Töne kommen von diesem Mann, Juanma Chinea García. Ganz großartig. Und, jetzt und was er da von sich gab, ist El Silbo, die traditionelle Pfeifsprache der alten Gomeros. Entstanden ist sie, um über die tiefen Schluchten der Insel hinweg kommunizieren zu können. Denn Pfeiftöne setzen sich viel besser durch als Rufen oder Schreien. Mit Passatunterstützung trägt El Silbo bis zu 10 Kilometer weit, heißt es. Aber stimmt das auch? Was wir jetzt mal machen, Juanma, das ist ein Test. Und zwar, ich gehe mal, beziehungsweise du gehst mal dort oben rauf, pfeifst runter und ich höre mal, ob ich das wirklich hier unten dann aufnehmen kann. Okay? Okay. Super. El Silbo ist keine Folklore für Touristen. Die Pfeifsprache steht auf dem Stundenplan aller Grundschüler von La Gomera. Und Juanma ist El Silbo-Lehrer. Kurz eine Übersetzung El Silbo Deutsch. Das hieß, hallo Sven, hörst du mich? Ich bin hier oben. Ich glaube, jetzt habe ich was gehört. Michael, ja, du? Es trägt bis hier runter. Ja, großartig. Test bestanden. Der Nordostpassat ist die regionale Kraft auf den Kanaren. Doch einmal hat dieser Wind auch richtig Weltgeschichte geschrieben. Und das ist einer der richtig großen Vorteile des stetigen Nordostwindes des Nordostpassats. Ich muss jetzt praktisch überhaupt nichts machen. Ich kann immer gerade ausfahren und nach etwa 3 Wochen bin ich dann schlicht und einfach in Mittelamerika. Und das haben die Seefahrer früher natürlich auch schon gewusst, diese meteorologische Gesetzmäßigkeit. Und ein Mann hat natürlich eine besonders wichtige Entdeckungsreise gemacht. Und die ging los hier von San Sebastián de la Gomera. Und dieser Mann, das war Christoph Kolumbus. Die Santa Maria in der Bucht von San Sebastián de la Gomera. Das letzte bekannte Stück Land auf Kolumbus' Seekarte. Weiter nach Westen war von hier aus noch niemand gesegelt. Er fand zwar nicht Indien, sondern Amerika. Die Schlüsse aber, die er aus der Beobachtung von Wind und Welle gezogen hatte, die waren richtig gewesen. Ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Momentan sind wir hier, auf den Kanarischen Inseln. Der Passat entsteht, weil die Luft, die zum Äquator zurückfließt, durch die Corioliskraft abgelenkt wird. So kommt dieser Wind sehr konstant aus Nordost. Er ist einer der ganz wichtigen Motoren, weil er das Oberflächenwasser in Richtung Mittel- und Südamerika treibt und von dort zum Golf von Mexiko. Und im Golf von Mexiko heißt der Golfstrom endlich mal völlig zu Recht Golfstrom. Hier lädt er sich mit Wärme auf. Doch dann liegen Kuba und Florida quer zu seiner Route.
Im Golf von Mexiko sitzt ein zweiter wichtiger Motor des Golfstroms, die Floridastraße. Dieser vergleichsweise enge Durchlass presst die gewaltigen Wassermengen zusammen und beschleunigt sie. Mit 9 Kilometern pro Stunde fließt das Wasser an Nordamerika entlang und heißt später Nordatlantikstrom. So, das ist hier jetzt schon mal eine ganz spannende Angelegenheit. Wir segeln im Moment mit einem Tempo von 5 Knoten. Das sind etwa 9 Kilometer pro Stunde. Und das Spannende ist, der Golfstrom, wenn er aus dem Golf von Mexiko rauskommt, dann hat er etwa die gleiche Geschwindigkeit. Kleines Gedankenspiel. Selbst wer so flott unterwegs ist wie ich hier, würde keinen Meter vorankommen, wenn er gegen den Golfstrom ansegeln müsste. Das war auch Kolumbus klar. Um wieder nach Spanien zu kommen, gab es also kein Umdrehen. Er musste weiter segeln mit dem Strom. Und ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist der zwischen dem 50. und 60. Breitengrad nördlicher Breite etwa. Das ist auch die Zone, wo wir selber drin leben, nämlich die Westwindzone. Und das war dann auch das Gute für Christoph Kolumbus, denn da konnte er dann mit dem Wind wieder zurück nach Hause. Dieses Wissen um Wind und Strom ließ in kurzer Zeit den sogenannten Atlantischen Dreieckshandel entstehen. Ein dunkles Kapitel der Seefahrtsgeschichte. Das Prinzip: Von Europa gingen Waffen und Alkohol in die afrikanischen Kolonien. Dort wurden die Schiffe mit Sklaven beladen, die man in Amerika verkaufte. Und mit der dritten Fuhre brachte man Gewürze zurück nach Europa. Wie bei Kolumbus startete man im Herbst und kam im kommenden Frühsommer wieder zu Hause an. Der erste Flecken Europa, den die Seefahrer auf ihrem Rückweg sahen, waren die Leuchttürme der Azoren. Ein wichtiger Hafen war und ist Orta auf Faial. Damals kamen Handelsschiffe oder Walfänger, heute sind es Atlantiksegler. Balearen, Gibraltar, Teneriffa, Karibik, Bermudas, bin ich hier. Und nach alter Skipper-Tradition verewigt sich jeder auf der Hafenmauer. Wenn es aber Nacht wird in Orta, werden die Gehsteige hochgeklappt. Nachtleben pulst dann nur an einem Ort, dem mit dem Wal. Peters Café Sport, die wohl berühmteste Seglerkneipe der Welt. Hinter dem Tresen steht José Azevedo, der Enkel des Gründers. Als es noch kein Internet gab, konnte man sich zum Beispiel seine Post oder gar Geld hierher schicken lassen. Peters war der gute Geist der Seeleute. Wie Vater und Großvater hat auch José eine Leidenschaft für alles, was mit Seefahrt zu tun hat. Und dazu gehört auch Wetter. Als im Februar 1986 der schlimmste Sturm seit Jahrzehnten wütete und 20 Meter hohe Wellen in die Bucht von Orta trieb, ging José zum Fotografieren auf diesen Hügel und schoss ein spektakuläres Foto. Dieses. Als ein Angestellter von ihm das Bild vergrößerte, bemerkte der, dass die Gischt ein Gesicht hatte. Hier ist die Nase, der Mund, der Bart, die Augenbrauen, das Haar. José nannte das Bild Neptun auf Orta. Und es ist das Foto seines Lebens. Und dann kann man natürlich hier bei den Azoren schlicht und einfach rechts abbiegen. Dann landet man auf dem Kanarenstrom. Es geht wieder zurück zu den Kanarischen Inseln. Und wir hätten dann einen geschlossenen Kreis gefahren, in dem wir einfach Meeresströmungen und Wind ausnutzen. Oder die andere tolle Idee, man fährt einfach geradeaus bei den Azoren weiter. Denn dann geht es schlicht und einfach mit dem Golfstrom in unsere Richtung. Der Nordatlantikstrom hat Europa erreicht. Viele tausend Kilometer durch heiße Regionen haben den Strom aufgeheizt. Diese Wärme gibt er nun ab. Ohne diese Fernheizung wäre es auf den britischen Inseln, in Skandinavien oder bei uns 5 bis 10 Grad kühler. Dass der Golfstrom eine gigantische Fernheizung ist, das sieht man zum Beispiel auch hier in Kiel.
Wir haben jetzt einen Tag im Februar. Es ist kalt, es ist ungemütlich. Ich habe mal nachgeguckt. Es sind jetzt gerade hier 5 Grad. Auf dem gleichen Breitengrad liegt aber auch im tiefsten Russland Kamtschatka. Und die Temperatur dort jetzt, wenn man wirklich mal eisig sagen will, dann gilt das. Minus 16 Grad. Und da geht es heute Nacht sogar runter auf minus 26. Also in der Tat wärmt uns der Golfstrom. Sven, kommen Sie herein, bitte. Sigi. Guten Tag. Wie geht's, Sven? Mir geht es heute sehr gut. Guten Morgen, Norwegen. Ja, hallo, veldig bra. God dag, Norge. Warum sind Sie in Norwegen, mein Freund Sven? Warum ich in Norwegen bin? Deshalb. Rückblick. Kühne Rondelle mitten im Tunnel, grandiose Bauwerke. Ich bin in die Hardanger-Region gefahren, ein tief eingeschnittener Fjord im Südwesten von Norwegen. Der Grund? Er liegt exakt auf dem 60. Breitengrad. Was das heißt, sieht man wiederum, wenn man auf diesem Breitengrad immer weiter nach Westen gehen würde. Dann käme man zum Beispiel zur unwirtlichen Hudson Bay, ein Ort, dessen Temperaturen vor allem von Eisbären sehr geschätzt werden. Und am Hardanger Fjord ist es so mild, dass man Kirschen ernten kann. Und zwar so viele, dass eine ganze Region davon lebt. Deshalb gibt es in Lofthus im Juli das Morell-Festival, das Kirschfest. Mit vielen Attraktionen, zum Beispiel der norwegischen Meisterschaft im Kirschkern-Weitspucken. Sehr gut! 6,70 Meter. Doch die Konkurrenz rutscht schon nach. Der Herr im grauen Sweatshirt wird mein härtester Gegner werden. Ein Norweger mit bayerischem Migrationshintergrund. Puh, mehr als doppelt so weit. 13,06 Meter, die spätere Siegerweite. Ich war gerade sehr beeindruckt, was du da gemacht hast. Was machst du, was ich nicht kann? Luftdruck, ja. vom unten, okay. Und auch den richtigen Winkel, so ja. 40 Grad. 40 Grad? Ja. Ah, den Winkel etwas flacher halten. Ja. Und dann auch, schaffst du, ja. So zu machen, ja. Das sieht auch sehr gut richtig, aus. Ja. Und das ist für die Richtung? Richtung und auch ein bisschen eng zu machen. Dann wird genau. Die Luftdruck höher, also ja. Nicht, ja. Sondern okay. Ganz schnell. Ah, okay, ich glaube, da war ich etwas langsam. Das herrlich spleenige Event und sein klimatischer Hintergrund. Das milde Wetter an der Küste macht den Hardanger zu einem Obstbauparadies. Allein in der Gegend um Lofthus stehen eine 500.000 Obstbäume. Und deshalb sitzt hier auch ein großes Forschungsinstitut für Obstbau, Bioforsk. May I take it? Yeah, of course. Ah, thank you. Ich treffe den Biologen Mechel Mehland. Er untersucht, welche weiteren Obstsorten man in Zeiten der globalen Erwärmung hier noch anpflanzen könnte. In this area or in Norway we do apples, sweet cherries, European plums and bisher hat man hier Äpfel, Süßkirschen, europäische Pflaumen und Birnen angepflanzt, erzählt Michael. But I've been testing apricots here. I still have a collection. Zurzeit probiert er aus, welche Aprikosen und Pfirsichsorten sich hier zu Hause fühlen könnten, falls die Vegetationsperioden noch länger und noch milder werden sollten. Bereits jetzt gibt es Jahre, in denen sie hier völlig reifen. Ein Obstanbaugebiet mit Zukunft auf einem Breitengrad, auf dem sich sonst Eisbären wohlfühlen. Das zeigt die Kraft des Golfstroms. Ich bin unterwegs zu einem Ort, an dem man das besonders deutlich sieht. Puh, das ist schon beeindruckend. Ich bin jetzt hier auf Trolltunga. Der Zunge des Trolls, etwa 700 Meter oberhalb dieses Stausees. Eine einfach grandiose Landschaft. Heute ist die Trolltunga ein Outdoor-Hype. Vor 11.000 Jahren war hier alles von einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt. Wenn man sich nun vorstellt, dass es die Wärme des Golfstroms war, die diese gewaltigen Eismassen schmelzen ließ, dann begreift man seine ungeheure Heizleistung. Das sind Energiemengen, die können Sie vergleichen mit etwa 2 Millionen Kernkraftwerken. Oder auch die Menge an Wasser, die transportiert wird, entspricht einem Vielfachen dessen, was alle Flüsse der Erde gemeinsam in die Ozeane hineinbringen. Und das seit Jahrtausenden.
Die Golfstromreise geht in die letzte Phase. Sie führt mich an die Nordwestküste von Island. Hier draußen im Meer, zwischen Island und Grönland, da passiert Dramatisches. Denn der Golfstrom sinkt in großem Stil ab. Und wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Und wie so oft, wenn ich am Strand unterwegs bin, habe ich natürlich Gläser mit Wasser dabei und unter Mithilfe von glücklichen isländischen Hühnern auch ein paar Eier und mein Arbeitsgerät, den Löffel. In dieses Glas habe ich ordentlich Salz reingefüllt. Hier drin ist Süßwasser. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein Ei, tun das hier rein ins Süßwasser und Sie sehen, erwartungsgemäß, es sinkt einfach ab. Was passiert im Salzwasser? Hier das Ei drauf und Sie sehen, das Ei schwimmt oben. Das ist so ähnlich wie im Toten Meer. Das ist auch sehr salzhaltig, deswegen kann man einfach sich oben auf dem Wasser treiben lassen. Das heißt aber auch, das Salzwasser ist schwerer und will runter. Und genau das passiert hier draußen im Meer. Die Grönlandsee, der dritte Motor des Strömungssystems. Durch Verdunstung in den heißen Regionen ist das Atlantikwasser salzhaltiger und durch die Vereinigung mit dem Labradorsturm kälter geworden. Beide Faktoren führen dazu, dass das Wasser nun dichter und schwerer ist. So schwer, dass es wie ein Wasserfall zum Meeresboden sinkt und dadurch nachfolgendes Wasser nach sich zieht. Auf dem Grund kriecht das kalte, schwere Wasser dann langsam durch mehrere Weltmeere. Mehrere hundert Jahre wird das dauern, bevor es an unterschiedlichen Stellen der Erde wieder nach oben gesaugt oder gedrückt wird, zum Beispiel bei den Kanarischen Inseln. Kann eigentlich so eine gewaltige Maschinerie einfach stoppen? Wie im Hollywood-Streifen The Day After Tomorrow? Vor einigen Jahren schien genau das einzutreten. Langsamerer Golfstrom. Der Golfstrom, der für mildes Klima in Nordeuropa sorgt, verlangsamt sich. Das haben Messungen des britischen Zentrums für Ozeanographie in Southampton nun erstmals eindeutig belegt. Demnach hat sich das Tempo des Strömungssystems seit 1957 um etwa 30% verringert. Dies könnte nach Ansicht der Forscher längerfristig zu härteren Wintern in Europa führen. Ein Horrorszenario. Der Golfstrom stockt und Teile von Europa könnten wieder vergletschern. Inzwischen sind Forscher da wieder gelassener. Aber wie kam es 2005 zu dieser Panikmeldung? In Kiel frage ich nach im Meeresforschungsinstitut Geomar. Man hat so Daten von 8 Expeditionen genommen, das erste 54, dann 62, also 72. 1954, 1902. Genau. Ja, okay. Ungefähr so im 10-Jahres-Abstand, hat ja. Also alle 10 Jahre einmal gemessen. Ja. Und dann aus dieser Zeitreihe versucht, was auszusagen, wie die Strömung sich ändert. Mhm. Heute wissen wir mit besseren Messungen, die Strömung ändert sich auf 2 Wochen, 4 Wochen Zeitskala, hat sozusagen nicht alle Schwankungen aufgezeichnet und durch ein bisschen Pech sozusagen einen Trend gesehen, wo wir heute wissen, den es wahrscheinlich in der Größe nicht gegeben hat. Ja. Die heutigen neueren Arbeiten auch zu demselben Datensatz übrigens korrigieren den Trend deutlich runter, sodass man maximal 10% Änderung hatte und vielleicht auch alles nur Schwankungen waren. Wichtig ist also, dass man nicht mal dann und wann, sondern dauernd misst. Und im Gegensatz zu damals macht man das heute mit solchen Gleitern, die vollautomatisch ab- und auftauchen und ihre Messwerte per Funk an Satelliten abgeben. Über 3500 solcher Tauchroboter sind zurzeit weltweit im Einsatz und beobachten das Strömungssystem. Jeder gelbe Punkt ist einer. Stand der Forschung, der Golfstrom schwankt, ist aber in sich stabil. Dennoch, es gab durchaus Phasen in der Klimageschichte, in denen der Golfstrom schwächer wurde. Und was das für Mensch und Natur bedeutete, möchte ich Ihnen an einem Beispiel in Grönland zeigen. Ich bin jetzt unterwegs nach Kvaltsee, einer alten Wikingersiedlung im Süden von Grönland. Diese Region war damals besiedelt und auch intensiv bewirtschaftet. Und dann kam der 16. September 1408. Für zwei Menschen war es ein glücklicher Tag. In dieser Kirche treten sie vor den Traualtar, doch die Hochzeit ist der letzte Eintrag im Kirchenbuch. Danach brechen die Aufzeichnungen schlagartig ab. Was passierte nach diesem 16. September 1408? Bis zu diesem Tag leben in Südgrönland 5000 Wikinger, die vor allem von Viehzucht leben. Doch dann verschwinden sie spurlos.
Die gängige These, ein schneller Klimawandel ließ Grönland vergletschern und die Siedler verhungern. Ich treffe Kenneth Hoeg, einen Agrarexperten. Was weiß er über die Umstände damals? Sicher ist, in diesen Jahren begann die sogenannte kleine Eiszeit, eine Abkühlung, die bis ins 19. Jahrhundert reichte. Löste sie hier ein Massensterben aus? Das Verschwinden hat mehr mit dem zu tun, was in Europa passierte, meint er. Die Pest hatte ganze Landstriche und Höfe entvölkert, auch in Norwegen, zu dem Grönland damals gehörte. Viele Wikinger könnten dorthin gegangen sein, weil da das Leben eben einfacher war. Was wirklich mit den normannischen Siedlern geschah, daran forschen Wissenschaftler noch immer. Was jedoch die kleine Eiszeit angeht, einer der ganz wichtigen Auslöser war, dass der Golfstrom damals deutlich schwächer wurde, mit dem Resultat, dass Teile Europas wieder vergletscherten. Dann führt mich Kenneth an einen Ort, an dem man begreift, warum Grönland das Grün im Namen trägt. Upernaviarsuk ist eine landwirtschaftliche Versuchsanstalt. Kenneth war viele Jahre ihr Direktor. Und hier zeigt er mir etwas, was man in Grönland so nicht unbedingt erwartet. Salatfelder unter freiem Himmel. And has it to do a little bit with climate change, the warming, hat das etwas zu tun mit dem Klimawandel? Ein wenig, meint Kenneth. Es wird zwar in Grönland wärmer, aber das ist nicht der Hauptgrund. Man hat hier viele Versuche gemacht und Pflanzensorten entwickelt, die mit dem rauen Klima zurechtkommen. Und man hat neue Techniken entwickelt, zum Beispiel diese Planen, unter denen es 2 bis 3 Grad wärmer ist. Ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder von einer ganz besonderen Pflanze gehört, die hier wachsen soll. Und jetzt will ich wissen, ob das stimmt. Und tatsächlich, da ist sie. Eine Erdbeere. Und sie ist wirklich hier im Freien gewachsen, versichert mir der Gärtner. And this strawberry, yes, is growing here in Greenland. Yes. Erdbeeren und Eisberge. Eine andere Vegetationsänderung kommt für uns eher unspektakulär daher. Wald. Grönland ist eigentlich waldfrei, doch vor über 30 Jahren begann ein Forscher hier, Bäume aus aller Welt anzupflanzen. Ein Experiment. Die Bäume wachsen hier in der Arktis zwar langsam, aber sie wachsen. Wald, Salat, Erdbeeren. Das ist in Grönland die eine Seite des Klimawandels. Und das die andere. Grönlands Gletscher schmelzen dramatisch schnell. Eine gewaltige Eismenge beginnt da aufzutauen. 80% Grönlands sind von Eis bedeckt und Grönland ist doppelt so groß wie Frankreich und Deutschland zusammen. Würde das alles wegschmelzen, würde der Meeresspiegel um 7 Meter steigen. Klimawechsel hat es zwar immer schon gegeben, doch noch nie hat der Mensch sich so dramatisch eingemischt. Zum Schluss mal eine Zahl zum Nachdenken. Dieselbe Menge Kohlendioxid, die die Natur in 1 Million Jahren aus der Luft gefiltert hat, blasen wir in nur einem einzigen Jahr in die Atmosphäre zurück. Wird dieser CO2-Tsunami die natürlichen Klimawechsel beeinflussen? Und wenn, wie? Das weiß zurzeit niemand. Sicher ist nur eins: Was wir da tun, ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich glaube, ich bin der erste Mensch auf diesem Eisberg. Und auch wenn er gar nicht so wahnsinnig groß ist, man fühlt richtig, wie klein man als Mensch doch eigentlich ist. Und in dieser beeindruckenden Fjordlandschaft Grönlands endet nun unsere Wetterreise. Mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal beim Wetter. Bis dahin. Tschüss.